Der Vanillekipferlteig war jetzt wie lange im Gefrierschrank drin? 10 Minuten. 10 Minuten, genau. Von der Konsistenz her merkt man jetzt, jetzt passt er. Ist auf jeden Fall schön formbar geworden. Dann haben wir gesagt, nehmen wir ein wenig was ab. Dann will ich nur kurz ein wenig kneten, dass er ein bisschen geschmeidiger wird. Dass wir jetzt hier gleiche Formen bekommen. Ich will jetzt hier ungefähr so eine Rolle machen. Schauen wir mal, ob es von der Menge her passt. Und dann rollt sie das mit den Fingern hier erstmal breiter, ungefähr wie eure drei Finger. Und dann seht ihr schon von der Form oder von der Länge her wird es passen. Aber wichtig ist, dass die Kipferl eben auch noch rund geformt werden. Wer es kann, übt mit den äußeren Fingern mehr Druck auf. Und wenn nicht, formt es einfach mit den Händen noch ein wenig nach. So sieht ein Vanillekipferl aus, das wir dann nehmen können und dann auf das vorbereitete Backblech setzen. Und jetzt ist die Kunst, möglichst gleich große Vanillekipferl zu machen. Das heißt, ungefähr immer gleich abstechen und dann immer wieder mal kontrollieren.